Ja, so, Alex, komm vorbei, wenn du Zeit hast. Chat, Taverne, Black Lantern, es gibt immer eine Entkorkungsgebühr. Entkorkungsgebühr? Ich glaube, wir haben gerade ganz andere Probleme. Unfassbar. Ich hatte sie schon am Haken. Wie konnte das schiefgehen? Keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jet rede. Zuerst muss ich diese Klamotten loswerden. Okay, ist auch eine, die Röcke anscheinend hasst. Achso, ich bin schon drin. Oh, ich bin so doof, klicke die ganze Zeit drauf. Was für ein Fest, Haven. Wir haben gegessen, getrunken und uns amüsiert. Wir haben Chilis probiert, zu Musik getanzt und einen wundervollen Frühlingsabend in unseren schönen Stadt genossen. Danke an alle. Für ein weiteres grandioses Jahr, Sonny. Tolles Frühlingsfest, Haven Springs. Und danke an unsere Geschäftspartner und alle, die sich so angestrengt haben, um dieses Fest möglich zu machen. Der Blumenladen gern geschehen. Die lachenden Gesichter und die Freude waren es wert. Black Lantern, beste Zeit des Jahres. Es war auch für mich etwas Besonderes, Steph. Lass dir das Eis schmecken. Halloween Ice Cream. Das Frühlingsfest ist leider vorbei, aber der Spaß geht weiter bei Halloween Ice Cream. Teilt eure liebsten Erinnerungen vom Fest in den Kommentaren und ihr bekommt eine Kugel umsonst. Julia, mir hat gefallen, wie Josh sich die Schnute am Chili verbrannt hat. Josh, mir nicht. Halloween Ice Cream, hol dir besser schnell eine Kugel gegen die Verbrennung. Taylor, die Musik, ganz klar. Halloween Ice Cream, uns hat das Set auch gefallen. Eine Gratiskugel. Steph Grinch, ich habe endlich Rückgrat gezeigt und einem ganz besonderen Mädchen gesagt, wie besonders sie ist. Und der gruselige Teil war nicht, es ihr zu sagen, sondern zu erkennen, wie blöd ich war, so lange gewartet zu haben. Levine, verdammt, ich denke, damit hast du dir zwei Kugeln verdient. Steph, hurra! Okay, ich muss wirklich zugeben, das fühlt sich echt gut an. Ey, das hat gerockt. Das war der Hammer! Jet, das war mal was anderes, Steph. Alex, bravo. Eleanor, wow. Steph, danke, Leute. Wir hatten irre viel Spaß. Ryan, ich habe einen Star live gesehen. Boah, das ist immer so viel hier, ne? Das können wir so nicht alles durchlesen, da werden wir bescheuert. Aber das hatten wir doch auch schon alles gelesen, ne? Also die sind ja auch nicht neu, sondern ja. Ach ja, Tagebuch brauchen wir jetzt nicht. So, wir sollten die Klamotten loswerden, sonst dreht die alte durch, weil scheiße Rock. Ich sehe besser aus, als ich mich fühle. Ich könnte aber auch jetzt mit Jet reden. Haven Springs Sabertooth. Okay. Ja, dann gehen wir mal zu Jet. Hier in der Wohnung haben wir ja eigentlich immer alles gesehen. Ich fühle mich schon besser. Ich denke, ich. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Aber besser ist, Frauen hören ja gerne wieder nicht mehr auf zu reden. Bitte keine Hasskommentare, es war ein Joke. Hey Jed. Da ist sie ja. Setz dich. Etwas sagt mir, dass dein Frühlingsfest aufregender war, als du es dir erhofft hattest. Du sagst, wie Pike mich verhaftet hat. Aber wie es aussieht, hat er dich gehen lassen. Dann ist da noch die Sache mit Ryan und Steph heute. Ich war mir nicht sicher, warum es euch drei brauchte, um Dianes Bestellung aufzunehmen.
Ich weiß, du bist es gewohnt, dich um dich selbst zu kümmern. Gebe auch so. Aber Haven ist eine Gemeinschaft. Wir helfen einander. Ich will dir helfen. Aber erst musst du mir sagen, was vor sich geht. Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Erstmal einen kurzen Trinken. Typhon hat Gabe getötet. Ich habe Beweise. Was für Beweise? Ich habe sie von Diane gestohlen. E-Mails und Dokumente, die beweisen, dass es zeitgleich eine zweite Explosion gab. Um was zu vertuschen, Jet? Ein Geheimnis, das sie begraben haben. Ich weiß nicht, was es ist. Oder was ich als nächstes tun soll. Aber ich gebe nicht auf. Nie im Leben. Ich weiß, was sie verbergen. What? Bitte, Jet. Was steckt dahinter? Wovor haben sie Angst? Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Sag's mir. Weißt du was? Ich zeig's dir. Okay. Ich hätte jetzt sowas erwartet, dass er da irgendwie mit drin steckt oder sowas. Da, weiter oben. Weißt du, so immer so schön noch freundlich wo und so. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Was ist das hier? Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Das, wonach du suchst, ist da unten. Boah, das meint er nicht. Oh, nee. Jet? Warum bist du traurig? Weil er dich gleich runterschubst. Tut mir leid, Kleis. Jet? Was machst du da? Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Fuck. Oh, hab ich das richtig gesehen? Hat der uns in die Fresse geschossen? Oder war es die Schulter? Ich konnte das jetzt so schnell nicht sehen.
Arroganter Wichser. Ja. Das war jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kapitel. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Statistik von vorher. Alter, Pike hat Alex überzeugt, Teufel. Ja. Die haben echt alle ihm die Angst genommen, ne? Krass. Nachdem sie gesehen haben, was mit Charlotte passiert ist und auch mit einem selbst passiert ist, werde ich gerade eine Rose gegeben, ja. Alex hatte einen schönen Moment am Lagerfeuer. Ja. Alex hat sich Zeit zum Überlegen genommen, bevor sie mit Jet sprach. Gut, das hat man wahrscheinlich auch mal schnell übersehen. Steph und Alex überlegen, ans Meer zu ziehen, oder? Das ist ja alles ziemlich. Die haben sich geküsst, das haben auch die meisten gemacht. Ryan hat Alex nicht auf dem Dach getroffen. Doppelt gemoppelt. Charlotte fühlte sich merkwürdig, gleichgültig auf dem Fest. Alex hat Riley nicht gefunden. Ducky hat nach dem Tanz mit Alex fest und Alex hat ihre Kraft nicht auf Ducky angewandt. Alex hat den Jelly-Bohnenzähler geholfen, um das Spiel zu gewinnen. Ja, haben wir auch gehört. Alex hat nicht mit dem Diner-Käufer geredet. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Alex hat ihnen nicht geholfen, ihre Gefühle zuzugeben. Ach, das hätte ich machen können? Okay. Ja, okay. Ich würde sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in Kapitel 5. Bis denne!